Ja, die Credits von Tales of Xillia 2. Ja, gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Um ehrlich zu sein, habe ich auch, also den ersten Teil habe ich auch durchgespielt. Ich habe nicht so viel erwartet oder Erwartungen in den zweiten Teil gelegt. Ich wusste so grob, okay, die meisten Charaktere wird es wiedergeben. Aha, ein neuer Charakter, was kann der so und wie dreht sich dann die Geschichte? Also ich muss sagen, das haben sie richtig geil hingekriegt mit Tales of Xillia 2. Wunderschönes Spiel, eigentlich wie jedes andere Tales of Spiel, was ich bis jetzt so gespielt habe. Bin gespannt, was die Geschichte von Tales of noch so herzugeben hat in Zukunft. Negativpunkte gibt es nicht wirklich. Eventuell, also man konnte ja entscheiden immer mal wieder mit L1 und R1, was man so antwortet oder etc. Doch allerdings hat das anscheinend nicht wirklich Auswirkungen gehabt auf das Spiel. Finde ich ein bisschen schade. Also hätte man vielleicht ein bisschen mehr noch mit einbringen können, wenn es irgendwelche Wendungen gegeben hätte, noch aufgrund der Entscheidungen. Ansonsten fand ich es geil, dass man die ganzen alten Charaktere wieder gesehen hat, auch mit denen spielen konnte. Das mit den Nebenaufträgen fand ich gut. Das mit dem Geld hat ein bisschen gestört. Das heißt, man hat direkt mit, wie viel waren es, 20 Millionen Schulden angefangen und musste den abbezahlen, konnte dann erst weiterspielen. Das heißt, man wurde so lediglich gezwungen, in Anführungsstrichen, auch Nebenaufgaben zu machen. Alles in allem ganz gut. Das Levelsystem war cool. Das System, wie man an an neue Fähigkeiten kommt. Mehr kann ich nicht sagen. Grafik ähnlich wie beim ersten Teil. Geht. Also wird's nicht die beste, die man sonst vielleicht kennt von einem Final Fantasy Teil oder sowas. Allerdings zum Spiel passend, die Grafik. Das muss man definitiv sagen. Sonst gibt's nicht viel von meiner Seite. Ich würde euch jetzt mit den restlichen Credits allein lassen. Bedanke mich bei jedem fürs Zusehen. Hoffe, euch hat so mindestens so viel Spaß gemacht wie mir. Ansonsten könnt ihr gerne Another Gaming Story abonnieren. Einfach nur, um keine neuen Let's Plays von mir zu verpassen. Ich bedanke mich, wie gesagt, recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und ihr könnt gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr so denkt zu dem Spiel. Und ihr hört mich dann beim nächsten Let's Play. Also dann, haut rein!
Everyone's moving up in the world. Chief Editor Rolando. Oh. Hey, Alvin. I can talk. No, I'm not taller than you yet, but I'm starting to catch up. Let me guess. You're calling about a job, right? Yeah? Uh-huh. Got it. Elise will be joining us this time. Come on, Polo. We've got a job. Create a new world. Mm-hmm.